Viel Arbeit gibt es hingegen weiterhin in den großen tschechischen Brauereien. All unsere Brauereien produzieren Bier, aber die Verpackungen haben sich verändert, weil die Bars kein Bier mehr bestellen. Seit 2 Wochen füllen wir keine Fässer mehr. Dafür sind die Flaschen- und Dosenanlagen voll ausgelastet. Die kleinen Brauereien kämpfen hingegen ums Überleben, genauso wie die Lokalbesitzer. In Prag versuchen viele, mit Beer to go zu überleben. Wir verkaufen das Bier vom Fass in 1 bis 2 Liter Flaschen. Früher haben wir bis zu 600 Liter Bier pro Tag verkauft. Nun sind es höchstens 100. Der mexikanische Bierbrauereikonzern Grupo Modelo, der 46 Biermarken herstellt, darunter auch das Corona Extra, steht hingegen seit Sonntag still. Grund sind die restriktiven Maßnahmen der Regierung. Bier wird dort nicht als Grundnahrungsmittel gesehen. Ich hoffe, uns geht das Bier nicht aus. Was sollen wir tun ohne Arbeit und ohne nichts? Ich kaufe jetzt genügend Bier, damit es mir nicht ausgeht. In Bayern, wo ebenfalls die Bierproduktion runtergefahren wird, wird beruhigt. Es wird nie das Bier ausgehen. Also es gibt Altbestände. Ob Braumeister, Lokalbesitzer oder Landwirte, sie alle hoffen, wie viele andere auch, dass die Maßnahmen bald aufgehoben werden.